Bei Bett und Decke denke ich an weiche Laken, herrliche Bettwäsche oder an gemütliches Kuscheln, wenn es auch nur mit so einer süßen rosa Sau wie dieser hier ist. Bett und Decke in der Kölner Südstadt am Ubierring 10 ist aber noch viel, viel mehr. Es ist ein Geschäft, das einlädt zum Stöbern. Also folgen Sie mir. Die gute Fee, die diesen Laden hier betreibt, heißt Gabi Schilling. Gabi, mussten Sie als kleines Mädchen in kratziger Bettwäsche schlafen oder wie kam Ihnen die Idee, dieses Geschäft zu eröffnen? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber das hat einen anderen Grund. Dieses Geschäft gab es schon. Da waren schon vier andere Inhaber, die sich aber alle irgendwie auseinanderdividiert haben. Und die Grundidee war Uni-Bettwäsche, Uni-Bademäntel und Uni-Handtücher. Aber wie das so ist im Leben, kommt dann doch ein Streifen dazu oder mal eine Blume. Oder und so weiter und so fort. Und zack, war dann doch Bettwäsche in tausendfacher Ausführung mit Streifen und schönen Farben und alles war da. Gabi, was macht ein Besuch deines Geschäftes für den Kunden so ungemein anziehend? Ja, also wer hier diesen Laden betritt, der wird ja regelrecht aufgesogen, ne? Also es tun sich lauter kleine Welten auf. Und wenn einer dann auch noch nebenbei schöne, hochwertige Bettwäsche kaufen will, kann er auch bekommen. Gabi Schilling, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ja, das ist die Bademantelabteilung und wenn du es mal so richtig schön warm haben willst, ne? Und kuschelig, dann ziehst du dir so ein Teil an. Ja, das ist ganz was Feines. Gibt es ja auch mit passenden Handtüchern, wie man an uns beiden sieht, ne? Wo kommt diese Ware her? Also das ist Schweden, das ist Finnland, sowas kommt aus Italien und Frankreich von überall her. Und wenn man sich mal ganz besonders schön machen will, vielleicht für ein zartes Frühstück mit dem Liebsten, diese Teile gibt es auch bei Gabi Schilling. Bett und Decke ist auch die Heimat des ultimativen Dom-Kuschelkissens, ein Unikat von Ute Siebrath, das es heute bei Wat ist los zu gewinnen gibt. Also aufgepasst, das Rätsel folgt am Schluss der Sendung. Gabi Schilling, was genau kann der Kunde hier alles finden bei Bett und Decke? Alles, was er braucht. Natürlich auch, was er nicht braucht. Aber man verliebt sich in Kindersachen, in schöne andere Dinge für Erwachsene und für Kinder. Ich habe alles. Und Bett und Decke ist auch die Heimat vieler Tiere, nicht wahr? Ja. Und die sagen, nimm mich mit. Und was machen die nachts, diese Tiere? Das weiß ich auch nicht. Jedes Mal, wenn ich morgens hier den Laden aufmache, sitzen die woanders. Ich dekoriere die immer und immer. Ich weiß nicht, was die nachts machen.